Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Laserfuchs. Ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt. Ich hatte ja in dem letzten Video, was ihr gesehen habt, hatte ich ja den Spender für meine Schleifscheiben gemacht. Davor haben wir den Schrank für meine Akkuschrauber gebaut. Und ich habe ja gesagt, ich baue von diesen Schränken noch ein paar mehr. Und ich habe jetzt noch einen Schrank wieder dazu gebaut. Ich hatte ja schon mal so eine kleine Umfrage gestartet, ob ihr da noch mal was von sehen wollt oder ob das nachher zu viel Schrank-Content wird. Die meisten haben natürlich jetzt abgestimmt mit ja, wir möchten was sehen. Wir bauen natürlich diesen kompletten Schrank nicht noch mal. Ich werde euch jetzt aber nur in Lightburn zeigen, wie ich dieses Innenleben gestaltet habe, wie ich das gebaut habe. Diesen ganzen Prozess habe ich ja, ich habe den Schrank schon fertig, zeige ich euch jetzt gleich. Habe ich mal nicht mit der Kamera begleitet. Ich wollte einfach mal für mich bauen. Ich musste mal wieder ein bisschen so den Kopf frei kriegen von der Arbeit und habe gesagt, ich lasse die Kamera jetzt aus, baue das alleine für mich. Und ja, im Nachhinein ärgert mich das, weil es wäre ein schönes Projekt gewesen, aber ich zeige euch jetzt gleich in Lightburn, wie ich dieses ganze Innenleben gestaltet habe. Bevor wir jetzt in Lightburn gehen, werden wir uns das hier einmal angucken, was ich dort gebaut habe. So, die Schraubergarage, die kennt ihr ja mittlerweile, hatte ich euch ja gezeigt, mit den Akkuschraubern. Ich habe hier in dem Sinne den gleichen Korpus noch einmal gebaut, habe jetzt aber hier einzelne Schubladen drin, wo man nachher schön seine Schrauben drin sortieren kann. Ich habe hier alles, was hier mir jetzt so vor die Füße kam, habe ich hier schon mal einsortiert. Und die Leute, die das jetzt schon bei Instagram und sowas gesehen haben, es wurde schon kommentiert, beschrifte dir das von vorne. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, ob ich die umsetze, aber ich wollte das ungern direkt hier auf das Holz lasern, weil nachher habe ich da mal was anderes drin und dann passt das wieder nicht. Ich werde mir da irgendwie, werde ich was machen, aber da lasst euch mal was von überraschen, was ich dort baue. Wir haben jetzt hier 16 kleine Schubladen drin. Die Schubladen, die haben eine Tiefe von gut 20 cm und ich finde, das ist eine richtig schöne Geschichte. So hat man immer alles griffbereit. Und das hier musste ich jetzt alles ein bisschen knapper bauen. Deswegen muss ich da einmal ein bisschen mit dem Fingernagel hin, weil sonst kriege ich nachher die obersten Schubladen nicht auf. Aber es passt so hundertprozentig. Die Schublade, oder ihr seht, das läuft hier perfekt. Besser wie bei der. Das läuft hier auch schon sehr gut. Aber hier habe ich nochmal so ein ganz bisschen optimiert. Und ich finde, das ist so eine super Sache. Was hier hinter mir steht, blende ich jetzt extra aus, deswegen stehe ich dort. Das wäre das nächste Projekt, was ich denn euch zeige. Ist schon alles fertig, habe ich mitgedreht und ist auch ein tolles Projekt. Und somit habe ich jetzt hier wirklich auf ganz kleiner Fläche viel, viel Stauraum und es sieht alles wieder ein bisschen ordentlicher aus. Es ist hier noch nicht längst nicht Ordnung. Aber ich komme jetzt der Sache näher. So, meine Lieben, wir gehen jetzt rüber in Lightburn und dann zeige ich euch, wie ich dieses hier einmal konstruiert habe. So, man kann sich jetzt natürlich das Leben schwer machen und man kann sich das Leben einfach machen. Ich gehe immer den einfachsten Weg. Ich könnte jetzt natürlich diese ganzen Sachen mir ausmessen, gucken, wie viel Höhe habe ich, was für eine Breite habe ich, was habe ich für eine Tiefe. Rechne mir das alles mit der Materialstärke aus, so dass das nachher alles hier wieder vernünftig in meine Kiste reinpasst. So, aber ich hatte euch das ja letztens schon einmal gezeigt. Und zwar, wir benutzen hier wieder die Seite Maker Case. Und hier habt ihr unten schön eine Option, wo ihr genau solche Sachen schnell, einfach konstruieren könnt. Entschuldigung. So. Wir gehen hier wieder auf Millimeter und da müsste ich jetzt gleich noch mal eben gucken, nicht, dass ich da jetzt einen Zahlendreher reinkriege. Wir haben in der Breite, haben wir 280 Millimeter.
280 mm in der Höhe. Da müsst ihr unbedingt aufpassen. Ich blende oder ich zeige euch das nachher noch mal eben. Ich habe dort auch einen ganz, ganz blöden Fehler gemacht. Und zwar, wenn ich eine Höhe jetzt habe von 270 mm und ich bestätige das hier mal, genau da ist mein Problem. Ich hatte gedacht, das hier. Hab die Kiste natürlich komplett fertig gebaut, passt natürlich nicht. So, hier müssen wir die Tiefe eingeben. Achtet da bitte drauf, sonst verschwendet ihr viel, viel Holz. Mir ist das auch passiert. So, und hier geben wir jetzt die, in dem Sinne, unsere Tiefe ein. Das wären 200 und hier geben wir die 270 ein. So, es kann sein, dass ich hier ein bisschen rumröchel. Ich habe hier vorne die Bude ausgefegt und hier ist das noch ein wenig staubig drin. Ganz wichtig ist jetzt hier, das sind meine äußersten Maße. Das ist nämlich genau dieses Maß hier von 280 mal 270. Das ist nachher der Ausschnitt, den ich da habe, wo das Rollo nachher verschließt. So, wir haben eine Materialstärke. Ich habe das gebaut in 3 mm Birke. Und hier könnt ihr euch das nachher einstellen, wie viele Fächer ihr haben wollt. Ich habe gesagt, ich möchte 4x4. Und die Fingerbreite könnt ihr so wählen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich lasse das jetzt einfach so. Dann könnt ihr euch mal selber mit beschäftigen, wie ihr das gerne haben wollt. Dann geht ihr hier ganz einfach auf Zeichnung runterladen und die Sachen werden euch hier komplett hingelegt. So, ich lasse die Beschriftung nämlich raus, die brauche ich nicht und sage jetzt SVG runterladen. Dann lädt er mir die hier runter und die kann ich jetzt hier schon mal in Lightburn reinziehen. Und ihr seht, hier haben wir schon mal alle unsere Teile soweit fertig. So, die könnt ihr euch natürlich jetzt platzsparend für euren Laser hinlegen. Die Teile, die werden hier nachher, achtet da mal drauf. Ich will mal gucken, ich nehme einmal die Gruppierung hier auseinander, lege die mal ein bisschen auseinander, damit ihr gleich mal eben den Unterschied seht. Lasert am besten die Teile auch wirklich alle so. Meistens sind da Teile gleich. Ich habe die Teile alle extra so nochmal gelasert. Und zwar könnt ihr hier nachher sehen, bei diesen hier, da haben wir nochmal Zinken dran. Da wird nachher die Rückwand und also die Seitenwände und der Boden oder die Rückwand wird da nachher dran befestigt. Und dann werden diese Teile nachher einfach gedreht. Die werden einfach da überall nur reingesteckt. Das ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ihr die Teile in der Hand habt, seht ihr das. Ich zeige euch das aber auch gleich nochmal in meinem Teil, was ich versaut habe. So, wenn ihr das alles soweit gelasert habt, ausgeschnitten habt, könnt ihr schon anfangen, die Kiste zusammenzustecken. Ich bin beigegangen und habe diese Teile erstmal hier einmal ringsrum komplett angeleimt und die anderen Teile, die werden einfach nur lose zusammengesteckt. Da habe ich überall mal ein paar kleine Leimtropfen reingemacht, dass da ein bisschen Stabilität kommt. Aber alleine, wenn das nur diese Teile zusammengesteckt sind, hat das schon richtig viel Stabilität. So, ich zeige euch jetzt mal eben am besten, wie ich das hier meine. Mit der Kamera zeige ich euch das mal eben an dem Teil, was ich versaut habe. So sieht das Ganze nachher aus, wenn ihr das zusammengeleimt habt. Hier könnt ihr das auch sehen. Diese Teile, die werden einfach nur zusammengesteckt. Das sind diese, wie Nut und Feder, sage ich jetzt mal. Die kann man so einfach zusammenstecken. Und diese Teile werden nachher einfach zusammengeleimt. Und das, was ich vorhin sagte, ich habe Höhe und Tiefe verwechselt. Die gehen davon aus, dass ihr das nach oben hin haben wollt. Wir wollen es aber so reingelegt haben. Und dann baut ihr diese komplette Kiste und wenn ihr richtig gemessen habt und
euer Material die richtige Stärke hat, könnt ihr nachher die Schublade aufmachen, eure Jalousie, und schiebt das da einfach rein. Ich bin nachher beigegangen, habe es hier unten ein bisschen hochgehoben und habe hier ein paar Leimtropfen reingemacht und wieder runtergedrückt. Fertig ist die Laube. So, was ihr dann nachher, wo ist mein Zollstock? Was ihr nachher dann noch haben müsst, ihr müsst denn euch eben, wenn ihr das gemessen habt oder nachher zusammengebaut habt, nehmt einmal eben die Breite, die Höhe und einmal die Tiefe nachher. Und danach bauen wir dann nachher die Schubladen. Wie ich das gemacht habe, werden wir auch im Maker Case machen und machen dann eine kleine Änderung. Und dann ist die Sache ganz, ganz schnell gezeichnet. Kann jeder von euch, da braucht man auch nicht großartiges Wissen haben von Lightburn. Aber wir machen dann noch eine kleine Änderung und dann war es das schon. So, wenn ihr dieses hier jetzt alles zusammengeleimt habt, habt ihr ja gerade gesehen, wie es dann nachher auszusehen soll oder hat. Wie gesagt, achtet wirklich darauf, dass ihr diese ganzen Teile nachher vernünftig ausgemessen habt und eure Werte richtig eingegeben habt. So, dieses hier lösche ich einfach mal eben raus. Und dann gehen wir mal eben zu dem nächsten Schritt. Wir gehen auch da wieder in die Seite von Maker Case. Und das hier werde ich jetzt einmal eben schließen. Und ich will mal gucken, komme ich jetzt hier überhaupt so wieder zurück. Sonst gehen wir einfach nochmal auf die Seite, öffnen die nochmal neu. Und dann könnt ihr hier ganz einfach so eine Kiste auswählen. Und wir machen das hier mal auf Deutsch. Gehen hier wieder auf Millimeter. Und dann messt ihr einmal eure Breite, die ihr dort habt. Ich habe hier in dem Fall 62 mm. Ich habe eine Höhe von, Moment, ich messe von 60 mm, 60 mm und eine Tiefe waren es, glaube ich, von 195 mm. 195 mm. So, das sind auch wieder äußerste Werte. Und ich möchte die gerne offen haben. Und dann sieht das so aus. So, ich möchte das aber jetzt hier noch gerne gezinkt haben. Und an den Zinken habe ich auch weiter gar nichts verändert. Die habe ich so gelassen. So, das ist in dem Sinne jetzt hier alles gewesen. Da könnt ihr genauso wie gerade eben die Zeichnung wieder runterladen. Ich gehe hier einmal wieder bei und deaktiviere das. Das brauche ich nicht. SVG herunterladen, habe hier meine nächste Box, gehe wieder in Lightburn und ziehe mir die dort rein. Und dann habe ich hier schon mal soweit unsere Box. Jetzt machen wir hier nur noch so einen kleinen Ausschnitt. Und zwar ziehen wir hier einfach mal eben einen kleinen Kreis auf. Den werden wir auch gleich im roten leer. Könnt ihr euch die Größe willkürlich anpassen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ich löse hier einmal die Gruppierung auf. Zack, einmal Gruppierung auflösen. Dann habe ich die beiden Teile alleine. Markiere mir beide und drücke einmal die Taste C. Dann habe ich das hier genau in der Mitte liegen. Und dort liegt das auch in der Mitte. Und dann könnt ihr einfach auch dieses neue Tool nehmen, die Schere nehmen. Schneidet das weg, schneidet das weg. Und schon habt ihr in dem Teil euren Ausschnitt, wo ihr nachher mit den dicken Wurstfingern rein könnt. Achtet aber auch bitte drauf, dass ihr die richtige Seite, diese beiden Teile waren ja identisch. Das hier ist der Boden, da kommt nachher wieder die Zinke rein. Das sind die Seitenteile. Also oben, wo nichts ist, dort könnt ihr dann einfach euren Ausschnitt für die Finger machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hier auch schon gleich beschriften. Ich sage jetzt ganz einfach mal mit 3,5 mal 5, na? Mal 5 mm. So könntet ihr das rein theoretisch auch schon gleich beschriften. Das werden wir einmal in Schwarz. Ich habe es jetzt extra nicht gemacht.
Aber das ist jeden seins, jeder so, wie er gerne möchte. Und rein theoretisch könnte man das jetzt so machen. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht gemacht. So, diese Teile, die brauchen wir 16 Mal. Die könnt ihr euch natürlich wieder für euren Laser platzsparend anordnen, so wie ihr das platzsparend auch euer Material kriegt. Ich habe immer einige Sachen. Ich habe mit diesem hier, habe ich mir da oben nochmal wieder quer drauf gelegt, einmal eben drehen und habe mir den dort oben drauf gelegt und habe von diesen Teilen immer irgendwo nochmal ein dupliziert und habe den mit nach oben gelegt. Und dann kriegt man dort auch schon einiges an Material raus. So, wenn wir dort jetzt mal gucken, den gruppieren wir einmal, duplizieren den mal, dann kriege ich hier mindestens 4 Schubladen und dann habe ich noch was über, kriege ich da auf jeden Fall raus. Ne? So habe ich es gemacht. Die könnt ihr dann nachher auch wieder komplett zusammenleimen. Und dann war es das in dem Sinne schon. Viel mehr Aufwand ist das gar nicht gewesen. Also macht euch das Leben nicht so schwer. Es gibt viele, viele einfache Wege, wie man solche Sachen bauen kann. Und da braucht man auch nicht dieses ganze Wissen in Lightburn haben. Nutzt einfach die vorhandenen Tools, die ihr haben könnt. Das kostet nichts und ihr spart wahnsinnig viel Zeit. Und klar, man kann sowas alles auch selber zeichnen. Muss man aber nicht. So, und glaubt man nicht, dass 3 mm... Ups, sorry, ich habe einmal gegen das Mikrofon geschlagen. Glaubt nicht, dass 3 mm Material irgendwo instabil ist. Also das hält wirklich hier schon gewaltig viel aus. Also das, da bin ich schon wirklich begeistert von. Plump. So, meine Lieben. Was mich jetzt nochmal brennend interessieren würde, ich habe ja dieses Schränkchen, habe ich ja zum Download, habe ich euch das gegeben, wie versprochen. Bisher hat sich der Gewinner des 3D-Druckers nicht bei mir gemeldet. Sollte er sich bis Samstag nicht gemeldet haben, bis dieses Video veröffentlicht wird, dann habe ich mir überlegt, ich habe einige neue Kanalmitglieder dazu bekommen. Und ihr hattet alle die Chance, alle, die hier bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Ich wollte erst das nochmal neu verlosen. Ich habe mir jetzt aber überlegt, die Kanalmitglieder unterstützen mich. Ich unterstütze die Kanalmitglieder. Dafür sind sie Kanalmitglieder. Und ich würde euch jetzt anbieten, jeder, der bei mir Kanalmitglied ist, ich werde ein separates Video von der Verlosung machen, ist nur für die Kanalmitglieder, dann habt ihr die Chance, dort den zu gewinnen. Ich muss hier Platz haben und der steht mir nur im Weg rum und bevor das Ding kaputt geht, ich möchte es gerne loswerden und mache dann, falls der sich nicht melden sollte, werde ich das nochmal wieder neu verlosen, nur für die Kanalmitglieder. Was mich noch interessieren würde, ich hatte euch ja, wie ich gerade schon sagte, die Datei kostenlos zum Download angeboten. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch die runtergeladen habt, ob ihr schon was mit dem Schränkchen gebaut habt, ob ihr da vielleicht was modifiziert habt, ob ihr eure eigenen Ideen eingebracht habt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe mit diesen kleinen Fächern oder wofür nutzt ihr diesen Schrank? Falls ihr diesen Schrank schon gebaut habt, wäre das auch ganz schön, wenn ihr mir vielleicht mal von dem fertigen Schrank, wie ihr das gebaut habt, mal ein Bild per E-Mail zuschicken lasst oder zuschicken könnt. Ich blende das hier nochmal ein. Meine E-Mail-Adresse würde mich wirklich freuen, wenn ich mal Ergebnisse sehe. Vielleicht kommt die ein oder andere Idee, die ich dann auch ja nochmal wieder umsetzen könnte. Oder ich blende eure Bilder, wenn ihr das gerne wollt, auch mal in dem Video ein. So als Ergebnis, was dort raus geworden ist. Weil wir sind eine schöne große Community und da hilft der eine den anderen. So sollte das eigentlich sein und das ist eigentlich mein Ziel von dem Kanal. Ich möchte euch helfen, ich lerne unheimlich viel auch von euch, ihr lernt was von mir, so haben wir alle was davon.
So, meine Lieben, das hier war heute mal ein kurzes Video, kein Bastelvideo. Nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube, ihr wollt nicht immer einen Laserprozess sehen und wie ich die Dinger zusammenleime. Ich habe euch jetzt gezeigt, das Wichtigste, wie ihr an die Maße oder wie ihr jetzt an diese Datei rankommt, wie ihr sowas konstruiert, ist total simpel. Und in dem nächsten Video, ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht sehen, da hängt schon das nächste Projekt, ist schon fertig, habe ich natürlich mit der Kamera alles begleitet. Und ja, ich hoffe, es ist was geworden. Ich muss das Video noch schneiden. Das kommt an dem Wochenende da drauf, also eine Woche später, Samstag. Wir spielen hier noch so viele Gedanken rum. Ihr seht, ich habe hier immer noch eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten. Ich habe hier noch so viel Zeug rumliegen, was noch irgendwo sinnvoll untergebracht werden muss. Und dass es nicht alles irgendwo hier unten in den Schubladen ist. Das sind Sachen, die ich immer brauche. Die möchte ich griffbereit haben, aber ordentlich weggepackt haben. Ich lasse mir da noch was einfallen. Und genau, für die Bohrer und sowas habe ich auch schon eine Idee. Kommt alles. Und da machen wir mal wieder ein bisschen was ganz anderes. Also lasst euch da überraschen. Würde mich freuen, wenn ihr in dem nächsten Video auch wieder dabei seid. Und kommentiert zahlreich wieder, gebt mir ein Gefällt mir, falls euch das Video gefallen hat. Ich weiß, zwei Stück sind dabei, denen gefällt das schon mal nicht. Aber die Leute können da nichts für. Dann müssen sie meinen Kanal nicht abonnieren oder nicht gucken. Ganz einfach, meine Videos nicht gucken, dann braucht ihr auch nicht Gefällt mir nicht gucken, klicken. So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid und sage bis bald, euer Laserfuchs. Macht's gut. Ciao.